Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play World of Warships mit Yashiro. Viel Spaß beim Zuschauen. Dann würde ich sagen, hauen wir uns nochmal die V25 rein. Und diesmal mit Brain. Mal ankurbeln das Ding. Moment. Und dann gucken wir mal noch mal eben den Chat mal an. Chat wäre auch wieder angekurbelt. Die großen Kurbel. Ach, ja. Siehst du, jetzt gehen wir wieder. Ja, als stell dir mal vor, deinen öffentlichen Fahrer, also dein Busfahrer oder so, der würde das machen. Also nicht auf die Straße gucken. Nein, machen die nicht. Das machen die nicht. Die passen auf. Also ich wohne in Dortmund und bei der DSW 21, die fahren alle sehr umsichtig und vorsichtig und da lässt sich auch keiner durch sowas ablenken. Also habe ich noch nicht gesehen, habe ich auch noch nicht gehört. Einfach so. Hin und wieder fahre ich auch Öffis und wie es bei anderen öffentlichen Unternehmen, öffentlichen Nahverkehr ist, das weiß ich nicht. Das kann ich natürlich nicht sagen. Was? Geil. Der Berliner Busfahrer manchmal Leben am Limit zelebrieren. Ja, auch nicht schlecht. Ja, gut. Okay. Also heizen die, ja. Siehst auch manchmal. Aber da steht dann Dienstwagen drauf. Und dann sind die, müssen die irgendwo schnell hin oder so, dann siehst du auch mal Gas geben. Aber dann steht da ein D drauf, da ist kein Fahrgast drin. Dann geht das. Aber die fahren nichts kaputt dabei. Ja, cool. Er wollte sich halt mal die Fahrgäste nach vorne holen. Kommt bestimmt gut bei einer Bremsung. Wenn du so im hinteren Bereich stehst, im hinteren Busbereich stehst, und du springst genau in dem Moment hoch, wo der bremsen will. Kommt bestimmt super. Wenn du dann so durch den Bus schwebst, wenn er gerade eine Vollbremsung macht, im ersten Moment stehst du hin, im nächsten Moment stehst du vorne beim Fahrer. Du musst nur hoch genug springen. Das wäre doch mal eine Challenge, oder? Das wäre doch mal eine Challenge. Das müsste man doch echt mal machen. Im Bus. So. Je nachdem, wie weit man beim Bremsen kommt, wenn man nur hochspringt. Lauter unvernünftige Sachen. Und das aus meinem Munde, das kenne ich gar nicht von mir. Ich habe das nie gesagt. Also das mit den beiden Schlachtschiffen ging dann, das ist ja okay, aber ich kenne hier einziger Zerstörer im Bunde. Na dann. Wieder mal eine kleine Runde. Aber eine 3 haben wir nicht mehr hingekriegt, ne? Es waren immer Vierer jetzt. Immer Vierer Runden. Immer vier, vier, vier. Gefechtsstation. Jo. Gefechtsstation. Auf geht's.
Achso, Gas geben sollte man auch noch. Wenn man schon. Ist alles Bots oder was? Hier geht keiner. Super. Wahrscheinlich ist der einzige andere menschliche Spieler auf der in der gegnerischen Gruppe. Neue Freunde. Das ist auch eine Art neuen Partner kennenzulernen, oder? Einfach mal im Bus ineinander rauschen. Geschenk für dich. Und noch eins. So. Ah, jetzt weiß ich, auf welche weiße Linie du meinst. Dina. Okay. Er dreht gerade um. Oder hat sich festgefahren. Das kann man jetzt. Man weiß es nicht. Wir werden es gleich wissen. Uah! Will nicht. Kritischer Maschinenschaden. Problem gelöst. Erstmal mich. Ja, ich habe zumindest den habe ich versenkt, habe ich den. Ah. Getroffen. Ein Kreuzer ist platt. Jetzt hier an. Oh, da, links. Der hat mich noch nicht entdeckt, umso besser. Das kannst du natürlich vergessen, was ich jetzt hier vorhabe. Warte mal. Weiter drehen. Schön außer Sicht bleiben. Ah, der dreht sogar bei, das ist umso besser. Aber jetzt muss ich auf Angriff gehen. Auf ein Schlachtschiff. Ja, super. Ich bin auch total krank. Die Sekundärgeschütze, die machen schon genug Schaden. Weg hier. Volle Pulle, raus hier. Boah. Boah. Ey, was ist das? Der hat es gerade geschafft, seine Türme zu drehen. Gut, dass ich jetzt weg bin. Okay. Das Schlachtschiff, da werde ich mich definitiv nicht alleine dran begeben. Aber dein Kreuzer dahin. Der muss durch irgendwas abgelenkt sein, ansonsten, nee. Der verschwindet. Wo bin ich denn hin? Und das schon wieder.
verstehen, muss ich das jetzt. Was habe ich denn jetzt gemacht? Da kommt er gleich aus dem Schatten. Ach so, ja. Umso besser. He's gone. Und der sieht mich noch nicht. Maschinenboost deaktiviert. Ach, ja, das war blöd. Meine Sekundären, die ballern schon wieder auf mich. Vorsichtshalber ein bisschen Nebel machen hier. Dass ich nicht hier auf den letzten Metern noch abgeschossen werde. Nebelwand gelegt. Oh, schon wieder entdeckt. Bin auch schon wieder viel zu nah ran. Meine Güte. Araquil. Ja, hallo. Guten Morgen. So, jetzt. Ich will den Drecksack. Schienenboost ist noch nicht, aber macht nichts. So. Die Rohre zeigen in die falsche Richtung. Sekundärgeschütze machen zwar Schaden, aber ist mir jetzt relativ. Und wenn sie mich kalt machen, machen sie mich kalt. Echt kalt. Reparieren, drehen, 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 rum, 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 rum. Ach, verdammt. Ich hab den Torpedo nicht mehr rausgekriegt. Ich wollte ihn noch mitnehmen. was? Leberwurstnektar. Morgen. Leberwurstnektar. Ist ein cooler Name. Tee. Auch nicht schlecht. Komm, ich will den sinken sehen, den vollen Pott. Los! Mach ihn platt!
müssen wir jetzt aber nicht drauf warten, oder? Ah doch, das geht jetzt relativ zügig, wie ich sehe. Das ist das Wetterschlachtschiff mit dem Blub. Oh, oh, sag Blub. Oh. Wollte ich gar nicht hin. Recht mich, meine Freunde. Ja, Beespencer. Dann wünsche ich dir auch angenehme Nachtruhe. Und danke, dass du zugeschaut hast und für den einen oder anderen Tipp. Ja, wie gesagt, ich hoffe, du findest wieder Freude an dem Spiel. Wäre schön. Was treibt der da? Was treiben die da? Hallo? Mann, was habe ich die ganze Zeit da getrieben? Ich habe ja irgendwie auch den nicht getroffen, aber ist jetzt heftig, oder? Ich habe jetzt gerade so das Gefühl, dass da gerade Bot gegen Bot fährt. Oder? Nee, ist klar. Jetzt versenkt er den noch, oder was? Alter Schwede. Ich glaub das nicht hier. Der war daneben. Komm! Jungs, kommt! Macht ihn alle! Ja, super. Er ist auch noch verschwunden. Er ist ja für die anderen jetzt hinter der Insel. Klar, logisch. Ich will ihn siegen gesehen. Komm, komm! Okay, die Insel ist schon mal wieder umdekoriert. Gut, dass da keiner drauf wohnt. Oh, ja, Luke, dann wünsche ich dir auch angenehme Nachtruhe. Danke, dass du da warst. Ja, nee, war noch nicht. Och, nö, anders. Alter. Der hat den noch platt gemacht. Ja gut, der hatte nicht mehr viel, aber trotzdem. What the... Ich sag's nicht. Haben wir Selbstbeherrschung. Gibt's doch nicht. Mach den platt. Bitte. Also. Fünf Minuten hat er jetzt geschafft, da noch rumzudümpeln. Hammer. Hammer. Krass. Einfach krass.
Okay. 5 Minuten. 5 Minuten quasi schon tot, aber trotzdem. Komm. Pass auf. Go. Ab ins Gefecht. Gib alles. Und Kaffee dann? Ja. Gut. Ja, Prospekt. 15 Uhr ist das Hexenkessel-Event. Ich werde ja wohl nicht jetzt noch 10 Stunden durchmachen, oder? Na. Das kriege ich nicht hin. Das kriege ich nicht hin. Da kann ich nachher die Namen nicht mehr schreiben. Ich muss ja nachher die Namen in der Ehrenhalle anschreiben. Das kriege ich dann nicht mehr hin. Wenn ich jetzt noch 10 Stunden die Augen aufhalte. Nee, nee. Jo. Ja gut, zu Minecraft bin ich jetzt nicht mehr gekommen, wie ich es ursprünglich angekündigt hatte. Aber da werde ich dann heute Nachmittag ein bisschen früher anfangen und werde dann noch etwas Minecraften, bevor es dann um Hexenkessel geht. Ja, auch in Minecraft ist, aber halt eine andere Welt. Gut. Dann machen wir das so. Upsa. So, versuch mal eben mir ein wenig kühles Nass nachzuschenken hier. Ja, es dauert jetzt wieder Ewigkeiten. Ich habe das Gefühl, momentan spielen nicht allzu viele, kann das wohl sein? Also, da kommt einfach nichts. Da steht immer was von 1000 Leute da, 2000 Leute da und dann sowas? Sind die alle Koop? Nein? Ja gut, die müssen natürlich auch in dem Moment auf Suchen klicken, das ist natürlich richtig. Das muss ja übereinstimmen. Wer schon im Gefecht ist, der kommt natürlich nicht mehr dazu. Das ist natürlich auch wieder richtig. Ja. Jetzt bin ich gespannt. Also, die Nassau, die ist ja eigentlich ein Schiff, das für mich relativ neu ist, aber das ich sehr gerne spiele. Wenn sie auch sehr langsam ist. Also, ich habe immer das Gefühl, wenn ich ein Schlachtschiff spiele, ich spiele eine Insel. Und alles dreht sich um mich herum, aber ich bewege mich eigentlich nicht. So hat man zumindest den Eindruck. Aber wenigstens lohnt es sich bei der Nassau die Rohre umzudrehen. Bei der König Albert lohnt es sich das Schiff zu wenden. Komisch, ne? Du kriegst das Schiff schneller rum wie die Rohre. Aber das ist mir sowas von genial. Und wir streuen wie eine Schrotflinte. Aber wenn du damit triffst, dann machst du richtig, richtig Schaden. Meine Güte. So, die Teammitglieder. Zweimal Schlachtschiff, dreimal Kreuzer und zweimal Zerstörer. Gut. Sehr gut. Wobei ein Zerstörer hätten sie weglassen können. So. Ah, wieder mein Lieblingsinsel-Setup. Für den Koop-Modus. Denke aber mal, ich werde mal gucken. Wenn ihr C oder A ansagen, dann werde ich da mitfahren. Ansonsten werde ich mich wahrscheinlich hier postieren. Und alles abknallen, was da durch die Mitte kommt. Warum packe ich immer hinter der Insel? Ich habe ja so ein wahnsinnig wendiges Schiff, das lohnt sich ja für mich. Das ist echt unglaublich.
Jedes Mal parken die mich hinter dieser Insel. Und ich weiß nicht warum. Als ob die, weiß ich nicht, Zugriff auf mein Mikro haben und merken, dass ich das ganz toll finde. Die wollen mich ärgern. Ich habe bei diesem, wenn ich mit dem Schlachtschiff hier war, ich glaube, ich habe noch nie, war noch nie irgendwo außen oder ich war immer hinter dieser Insel, zumindest wenn ich auf dieser Seite war. Komisch, komisch. Komisch. Jetzt bin ich gespannt, wer sich da so durch die Mitte traut. Bereich B wird schon erobert. Also ist da definitiv schon mal einer da. Schon mal einer zu Hause. Aber der Weg von dieser Seite ist auch weiter dahin. Weil die ersten Schiffe von der anderen Seite, die sind schneller bei B angekommen. Habe ich so subjektiver Eindruck. Kann natürlich sein, dass das nicht stimmt, aber ganz kurz mein Hals noch mal ölen. Ist ja schon mal super, dass die Stimme die letzten Stunden gehalten hat. Sie wollte erst überhaupt nicht. Oder so gut wie nicht. Beim Hexenkessel-Event nachher keine Stimme da ist, dann halte ich Schilder hoch. Mit Danke, willkommen am Hexenkessel und vielen, vielen Dank und so. Und dann halte ich mal Zettel hoch hier. Das ist gut. Ich schon wieder mit AP, ne? Das ist für mich okay. Bremst mal ein bisschen ab. Ja, der Zerstörer ist wohl um die Ecke gebracht und der da auch. Land. Das heißt, er ist um die Ecke gefahren. So, volle Pulle, weggehen. Ich sollte vielleicht dieser großen Insel ausweichen. Sehr sinnvoll. Um mit dir! Wollen die alle da oben bei A?
Jede Seite hat einen Kreuzer verloren. Na gut. Ich weiß zwar nicht, was meine Kollegen so treiben, aber ich werde da jetzt mal durchschippern nach B. Einfach so. Los! Gib ihm die Sporen! Ja, nee. Funktioniert nicht. Nicht beim Schlachtschiff. Wenn du versuchst, dem Schlachtschiff die Sporen zu geben, ist das ungefähr so, als ob du also mit dem Schlachtschiff rumheizen ist so wie mit einem Sattelzug ein Rennen zu fahren, glaube ich. Ein Formel 1 Rennen, ne? Nützt dir nichts mehr, da bremsen. Und wenn er sich nicht hinter der Insel verzieht, bis ich wieder ready bin, hat er ein Problem. Schießt wirklich auf mich. Nicht jetzt? Na dann. Er scheint es ernst zu meinen. Na gut. Bringt dir nur gerade nicht viel. Hat auch viel Schaden gemacht. Sehr viel Schaden, ja. Ja, denke, eigentlich ist nur eine Chance noch. Der muss hinterherkommen irgendwie hier. Und treff da. Alter. Die Zielgenauigkeit ist. Guten Tag. Was? Woher kam der denn jetzt? Vollkommen egal. Erstmal der jetzt. Neben, daneben. Jetzt quer drin. Und ihm eine gute Nacht wünschen. Immer noch nachladen. Los. Ah, wunderbar. So. Einer noch übrig. Der olle Kreuzer. Und der nimmt die Insel als Deckung. Okay. Dann zwingen wir den jetzt mal zum Auftauchen.
Definitiv ein Spieler. Was? Lenroche SF, SV. Lenroche SV. Ja, danke. Ja. Hallo erstmal. Genau. Guten Morgen. Gerade erst gesehen, aber besser spät als nie, wie man so schön sagt. Ne? So. Cool ist, momentan bin ich. Ah, warte mal, jetzt weiß ich, wo er hingefahren ist. Voll Pulle rum! Versuch gerade Bereich B zu holen, okay. Hallo Schmusi, was machst du denn da? Ich hab da was für dich. Okay. Gut. Das war mal wieder ein Sieg. Sehr schön. Sehr schön. Sehr schön. Sagt die Teamwertung? Oh, okay. Mittlerer Bereich. Na gut, ich habe ja auch wieder, ne, richtig gut gezielt. 25.200 gewonnen, das ist super. Und dann gehen wir erstmal wieder raus. Danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, der Stream hat euch gefallen. Wenn ja, lasst mir doch ein Follow da und ein Like für die YouTube-Videos und ein Abo für den Kanal. Bis dann, macht's gut. Bye, bye.